Aqualla, ich glaube, du musst mal Tobo einmal kurz auf die Hand treten oder so. Nein, ich werde ihm nicht auf die Hand treten. Nein! Oh, da wurde jemand weggeschossen! Ich habe dich gesehen, ich weiß nicht, wer das war, ich habe den Namen nicht genau lesen können. Ich bin mir nicht sicher, einer ist tot. Er hat gesagt, das würde aber gut funktionieren. Ja, siehst du? So langsam wird die Schlinge enger, Aqualla. Ich möchte sagen, es sieht jemand tot im Gang, ja? Also wollen wir die Karte nehmen, ja, oder? Ach so! Wie ist die scheiße? Ja, wissen wir nicht. Das ist die Frage. Also, ich glaube, Daro würde sagen, die ist scheiße. Ah! Alles klar, dann ist es Mel. Wie kommt ihr da drauf? Relativ einfach, weil Aqualla hier gerade eben um die Ecke gelaufen ist. Also ich bin hinter der Aqualla. Ja, ich muss gerade nochmal Discord einstellen. Das ist alles gut, aber ich wollte jetzt nur mal kurz gucken, nicht, dass Kevin die Lichter nicht dann falsch entschuldige. Aber da wir, also ich habe keine Schüsse gehört. Ich auch nicht. Was ist da oben eigentlich los? Und genau deswegen muss es dann Mel sein. Hä, weil ihr keine Schüsse gehört habt? Wie soll ich die denn per Gedankenkraft, soll ich die killen, oder? Nein, aber Kevin, ja, ich wollte auch runter. Du musst, Leertaste. Ja, ich mach! Dann drück E! Ah, nein. Fuck. So jetzt. Oh! Was macht ihr denn da? Lustige Spiele. Hoch und runter, hoch und runter. Sass. Was? Sass. Ja, aber warum? Als ob Aqualla das nicht verstanden hat, ja. Ich dachte aber. Warst du das? Wie Mel gelacht hat. Ich glaube, wenn Mel so lacht in diesem Moment, dann kann es nur ein böser Lacher sein. Ein durchtriebener, undurchdringbarer böser Lacher. Alles andere wäre Quatsch. Ich weiß, du hast es sehr gut versteckt, aber trotzdem haben wir jetzt erstmal den dringenden Verdacht, dass du Traitor sein könntest. Das finde ich ganz schön frech von euch. Ja, das ist okay. Ich meine, also, es ist ja nichts komisch an dieser Situation gerade, ne? Oder weg. Das sieht aus wie ein wunderschöner Dreier hier. Das ist doch ein ganz normaler. Was war das denn? Ah, Scheiße! Ich wusste nicht, dass es tut mir leid! Wir können ihn nicht fast selber killen, Mann! Ich hab nur aufgedacht, du bist doch da! Mel, ich helf dir! Lass uns mal Aqualla töten! Das war eine tolle Hilfe, Navin. Ey, ich wollte doch Mel jetzt nur in Sicherheit, wie... Aqualla hat einfach kurz Gedächtnis von der Fliege gehabt. Moment mal, da ist doch einer! Den krieg ich. Hätte ich gefeiert, wenn du den jetzt einfach komplett grundlos einmal weggeschmettert hättest. So richtig schön einfach Leben weg. Das hat halt gedauert, bis ich den Namen gesehen habe. Ja, ich weiß. Da ist die Reaktionszeit manchmal schneller als... Ja, ich werde dieses Jahr noch 30, also... 42. Geht's noch unten. 42? Hey, ich bin frisch 37 geworden jetzt. 37? Ach du Scheiße, du könntest mein Vater sein, Alter. Ja. Du bist wieder jung geworden, so. Nein, das war Spaß. Ich wahrscheinlich realistischer wäre, wenn ich dein Vater wäre. Ja, das auf jeden Fall. Also der Jungspund ist Andi, ne? Lass los, Navin, lass los. Der Jungspund ist Andi eigentlich. Gina und Andi, glaube ich, ne? Stimmt, ja. Die sind frisch im Saft. Andi ist der Jüngste, dann kommt Tina, dann kommt Curry, dann ich. Andi ist der Jüngste von uns? Ja. Und der kann einfach Schach spielen. Vorsicht. Halt das ist schon ein bisschen traurig. Ja, der Film sagt sich vor. Daro, bist du gerade im Trader-Shop? Ja. Boah, müsste ich ihn jetzt nicht eigentlich wegschießen? Ich vermisse Andi auch ein bisschen irgendwie, ne? Das hast du noch nie bei uns gesagt. Stimmt. Das ist krass. Über Andi auch nicht. Doch. Okay, ich sage jetzt diese Runde nur noch die Wahrheit. Ab jetzt. Das Ding ist, das sagt Mel wahrscheinlich, weil einfach gerade ihr Andi-Radar ausschlägt, aber ihr Andi-Radar kann ja gar nicht richtig machen. Wünscht ihr euch nicht manchmal, dass Mel auch sagt, dass sie uns vermisst oder mich oder euch oder... Fragt mich, was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied zu uns und Andi? Warum hast du uns nicht so gern wie ein Andi? Ah! Na, euch höre ich öfter als Andi. Andi ist ja in der letzten Zeit auch eher abwesend. Ich bin grundsätzlich auch abwesend.
Also ich glaube, noch, wenn ich Treppen hochgehe. Leute, dem geht's gut. Ja, ich denke auch. Den. Curry? Nein, lass mich in Ruhe, ich sitze im Himmel und mach mir Popcorn. Curry. Was soll ich denn erzählen? Es könnte sein, dass er. Wo ist der denn? Daro. Das weiß ich nicht, Vorsicht. Da. Ja. So eine Scheiße. Gut, dann war es Daro schon mal nicht. Nee, der ist gerade auch in die Lava gesprungen. Ich weiß. Ja, ich bin genauso schlau wie Daro. Ich weiß aber nicht, ob das gut ist. Ich einfach hier lang gehen, gehe ich woanders lang. Ja, bitte. Also es ist bitte einer von euch beiden. Scheiß nee, Kackmel, Alter. Nee, ich bin's nicht. Scheiß Kackmel. Aber okay. Daro hat auf jeden Fall sehr eindrucksvoll bewiesen, dass das nicht ist. Hat ja auch was? Ich meine, da kann man jetzt sagen, was man will, aber. Mel? Ja. Aber was sind denn jetzt eure Argumente, dass ihr es nicht seid? Oder wer weiß, vielleicht hat Kevin doch einfach wieder irgendwie so eine Fake-Leiche irgendwo hingeschmissen, Junge, oder so. Weißt du, ich stehe am Anfang der Runde, ich schreie. Und ich bin trotzdem Traitor. Leute, was soll ich tun? Erzähl's mir. Gib mir ein neues Gesicht, gib mir irgendwas. Was soll ich machen, damit ich nicht mehr da auf dem Radar bin, Alter? Das kann doch nicht wahr sein. Wie, was sagst du? Jetzt stehen wir hier. Ja. Die Frage ist, wer von euch beiden steht gleich noch? Ich gehe. Ich könnte, glaube ich, vor deren Augen meinen Kopf verlieren. Ich wäre immer noch satt. Weil es eine Fehlfleisch. Oh, Mel, mach den One-Shot! So. Wer schießt da und auf wen? Das ist Verzweiflung. Das ist pure Verzweiflung. Ich glaube, ich muss nachladen. Ich auch. Da steht auch noch Pest und Elend auf. Boah, cool. Episches Duell, das war so strong, Alter. War so kann es sein, dass diese Kackbrücke und dann die Hände zum Himmel. Ja, Party auch mal. Und lass dich knusprig sein. Granate brennt stark. Ich bin, warte mal, hat Daro mir dabei zugeschaut, wie ich in die Lava gefallen bin? Nein, und dann wollte ich gucken und diese Brücke ist irgendwie buggy. Einer hat mir doch dabei zugeguckt, oder nicht? War das nicht Navin? Ich bin auf der anderen Seite lang gegangen. Ich glaube, das ist eine Traitor-Falle. Nee, das ist keine Traitor-Falle. Ich bin einfach nur komisch an diesen. Also es könnte sein, dass eine Traitor-Falle trotzdem ist, aber ich bin an diesem komischen Stein entlang gerutscht und da war schon zu spät. Dann habe ich einfach Slippery-Slippery-Doo gemacht und dann war ich plötzlich da unten. Also Lava ist tödlich für den Fall, dass ihr das noch nicht wusstet. Ach so. Ich wollte es nur kurz mal sagen, damit ihr auch vorbereitet seid. Ja, also... Ist heiß und tödlich. Slippery Sludel. Manchmal tut die sogar weh. Manchmal. Er verbrannte sich den Hügel. Boah. Warte mal, aber Daro, hast du meine Leiche gesehen und bist deswegen darunter oder was? Nee, ich habe sie nicht gesehen, aber ich hatte das Gefühl, dass ich da abgerutscht bin. Es hat dich irgendwas dahin gezogen. Es war einfach Schicksal. Sag's ruhig. Das ist okay. Es war ein Magnet. Ein Hauch von Schicksal. Nein, Navin hat mich geschubst. Oha, Navain Traitor, hat das war der offizielle nicht. Call. Mel ist auch Traitor, weil die Navain schützt. Vielleicht auch nicht. Wo seid ihr denn alle? Ich bin bei Navain. Und ich habe gesehen, ich habe erdrückende Beweise gegen Navain. Oder belastende Beweise. Ich vertraue dir, aber ich renne weg. Nein, Navain hat seine Schuhe. Ich bin so doof. Schuhe nicht zugebunden. Navain. Nein, ich lebe noch. Ich lebe noch, aber Navain hat die Schuhe nicht zugebunden. Mel hat gesagt, ich bin so doof. Ja, weil ich hier die Leiter hochgesprungen bin und dann auf den Lift drauf. Ja, das hatte ich auch vorhin. Das ist okay, Mel. Okay. Wobei, dann bin ich einfach auch nur doof. Dann sind wir beide doof. Vielleicht wird schon wieder das ist in Ordnung. Mel, Achtung, drei. Weg da, ist ein Ruf. Schön. Schön. Gut. Mel, ich vertraue dir jetzt. Ja? Okay. Oh Gott. Ey, das Todesurteil. Was war das denn? Das sind die Karma-Punkte, die man bekommt, wenn man mich hinterrücks abschießen möchte, weil Daro mit dem roten Fass dabei ist, weil er mein Magnet ist. Hi. Mala, ich würde sagen, das haben wir souverän gelöst. Ja, finde ich auch. Ich glaube, ich habe heute irgendwie den Traitor-Pass. Daro, du bist so toll. Die kleine Mitsau, ne? Ich hab mich schon gewundert, warum ich so komisch geschoben werde. Und naja.
Drecksau, Alter. Wollt euch nur mein Rudes. Ich wusste ja nicht, dass sie ihn draufschießt. Ich habe hier genau in dem Moment einfach meine Seele geöffnet und hat mein Herz dahin gelegt. Auf den Boden, ungewürzt, Mel. Ungewürzt habe ich das dahin gelegt. Ich mag keine ungewürzten Sachen, weißt du? Ungewürzte okay. Herzen. Boah, das wäre der. Also, man merkt auf jeden Fall, also Mel hat sich verändert, ne? Die war mal netter. Ach. Ja, das sagen alle. War noch nett. Nur bei CTT nicht mehr. Ja gut, das muss man auch verstehen. Trader, das, als Trader darf man sowieso genau, alles. Das ist doch genauso wie Jörg Maller. Seit er das neue Mikro hat, ist sie komplett abgehoben. Das sagen ich alle. Ich muss aber ja, auch sagen, Jörg Maller ist mir seitdem viel sympathischer. Ja, hast du einen Zettel bekommen? Wobei, ich muss auch gestehen, ich muss auch ehrlich gestehen, diese Lache, diese Reichsradio-Lache, die finde ich, also diese Bunker-Lache da, die finde ich auch manchmal ganz, also die habe ich immer sehr toll gemocht, aber vermisse sie. Du meinst dieses Blechige? Ja, dieses oder wie, also das kann man, ich kann das nicht so übersteuern lassen. Wie so eine Hexe. Nein, das war keine Hexe, das war so ein Zug, der aber gleichzeitig auch noch auf den Grill geschmissen wird, aber voll Pulle bremst. Ja, stell dir mal vor, jemand geht mit einer Säge in deinen Gehörgang und macht eine schöne Melodie. Ja, das vermisse ich. Wow. Genau das vermisse ich. Die ganze Zeit. Wow. Diese Kettensägen-Melodie. Das ist einfach so Signature-Akmaler. Das kannst du halt auch nicht wieder, weißt du, das ist, hat man einmal erlebt und das wirst du dann auch wahrscheinlich nie wieder bei dir haben. So, das ist ja. Nee, ist weg. Amala, meinst du, es ist irgendwann möglich, dass du irgendwann mit deinem alten Mikro nochmal eine Runde spielst? Einfach so fürs Feeling? Ja, klar. Geil. Du fliegst ja noch. Das wird ein, nee. Also, das wird ein Folgen-Special in Zukunft. Mel sagt nein. Mel einfach abgelehnt. Bei so und so viel Subs. Ja. An uns Leute, alle, bitte. Wollte ich auch bald in den Urlaub. Ich fahr auch in den Urlaub, Mel. Ich brauch das auch. Ich hab auch bald Urlaub. Du halt die Schnauze. Ich hatte Urlaub. Er kommt so von, ich hab auch mal Urlaub. Ja, ist halt so. Ja, ich weiß doch. Akmala, ich vertraue dir jetzt. Das würde ich nicht machen, weil ich bin diesmal kein Traitor. Also überlegt euch das. Also das glaube ich dir mittlerweile auch nicht mehr, Mel. Das ist aber tatsächlich so. Wirklich? Mel, ja, ich vertraue dir jetzt. Aber du bist bestimmt Traitor. Nee, ich bin's wirklich nicht. Ich bin Engel. Wir werden gleich sowas von weggeschossen. Ja, bitte. Ich weiß, dass es Narveng nicht ist. Aber ich werde gleich weggeschossen, ne? Nein. Hinter dir ist jemand da. Hinter dir ist Daro. Das geht nicht. Komm, ich bin das menschliche Schutzschild für dich. Das mache ich sehr gerne. Ich bin kein Traitor, Mel. Ich bin's nicht. Ich wünschte, ich wär's. Ich bin's aber wirklich nicht. Glaub mir. Ich glaub dir nicht. Glaub mir. Nein. Glaub mir bitte. Nein. Akmala, holt gleich den Zug raus. Guck mal, die überlegt schon. Echt, ja, das sieht schon nach Zug aus. Das wird so ein Nahkampf, jetzt? Thomas. Meine MP. Na, Wayne, wo bist du? Ich bin in meinem kleinen Eck. Ist das nicht ein bisschen sass, dass Navain da hinten ist? Mel? Mel macht Daro hat ja auch gerade gesagt, er weiß, dass ich es nicht bin. Ja, aber das ist halt Daro die Aussage. Das ist Lebt Kurier. Ich lebe auch, Mel. Danke, dass du dich um mich Sorgen machst. Daro müsste auch noch leben. Ja, Daro hat gerade noch Aua gesagt. Ja, das kam nicht so ganz bei mir an. Geil. Oh, dieser lila Boden, der macht meine Augen ganz doll aua. Der ist wunderschön, Mel. Nach, bis der Boden wieder lila ist. Oh. Entschuldigung. Die Wolken wieder niederbrennen. Ich werde jetzt gleich erschossen. Nee, ich glaube, das passiert nicht. Ich glaube tatsächlich, da ist was zusammengebrochen. Ja, ich habe was weggehauen hier. Achso, okay. Ich glaube, du spinnst ja wohl. Wo knall ich gehört, aber. Ich habe unten die ganzen Kisten auch schon weggemacht. Die standen da so doof rum. Daro, gib zu, dass du es bist. Ich glaube, Daro ist es in dieser Runde. Ich habe keinen Beweis. Aber Daro verhält sich ganz anders. Der verhält sich nur so, wenn er Traitor ist. Nein. Immer. Er war früher anders. Au. Nein, als du innocent warst du anders. Ja, okay. Ich hab mir den Knöchel rum. Daro, Eckery. Ah. Eckery, ah. Staying alive. Staying alive. Staying alive. 2 Minuten noch, Traitor. Ja, der hat Zeit. Er hat Zeit. Kari, du musst was tun. Ich bin der klassische Signature-Move, ne? Ja, was ist der? Jetzt kommt der Call. Jetzt kommt er. Hau mal den Call raus, Navain. Komm, wie in meinen Trader-Runden immer. Hau mal den Call jetzt raus. Den Trader-Call. Ja, du wirst dich über den Call so oder so aufregen. Ja, hau den Call raus. Ist kein Problem. Der Signature-Move mit die Zeit verstreichen lassen und dann zu sagen, scheiße, ich hab die Zeit vergessen. Junge, du glaubst nicht wirklich, dass ich Trader bin, oder? Ich raste hier gleich aus. Ich sag nur, dass das halt eine Möglichkeit ist. Was? So wie alle auch. Gibt dir das Gefühl, dass ich Traitor bin? Glaubt ihr, dass Navain recht hat? Junge, es ist fucking Daro, Mann.
Leute, bitte. Daro hat mich schon dreimal wegschießen können. Ja, und ich nicht, oder was? Nee, wir haben uns zweimal gesehen und ich war direkt weg. Daro wird mich gleich sowas von einfach wegpenetrieren. Wobei, wenn er Traitor ist, dann müsste er mich jetzt eigentlich nicht umbringen. Das ist schlau. Guck mal, ich lebe noch. Daro muss Traitor sein. Wieso verfolgst du? Wer? Daro? Da war ein Schuss. Daro hat gerade sowas von jemand weggeflankt, Alter. Du wirst es freuen, aber du denkst auf friss und stirb. Friss und stirb. Akmala, hast du ihn jetzt gekillt? Nein, das würde ich nie tun. Akmala, okay, weil ich wollte, dass du das siehst. Bei Naveen brauchst du 10 Stunden, damit du mal einen Schuss triffst. Es ist immer so, Daro. In meinen Trader-Runden, da kommen dann plötzlich auch alle mit der Sherlock-Mütze und wissen alle, dass ich, wie ich was betone und was weiß ich nicht. Ich finde das immer magisch. Also ich will nur mal dem Traitor als nächstes sagen, die Proximity Mine könnte nichts an jeder Wand anbringen hier. Das war sehr anstrengend. Ich habe mir schon gedacht, als du gehört warst, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Ja. Ne, das hört kann auch sein, weil er halt einfach irgendwo... ich bin runtergefallen, aber es ist halt sehr unangenehm, wenn du mit diesem Ding in der Hand rumläufst und versuchst, es an der Wand anzubringen und es geht nicht. Wir hatten eine Traitor-freie Runde von Mel, das heißt, Mel muss die nächste Runde wieder Traitor sein jetzt, oder? Ist doch klar. Ja, ich bin gespannt. Dreck wegsprayen, bam! Ja, aber Curry hatte recht, ne? Ich war Traitor. Ja, das ist ja dann einer Vane, also, egal in dieser Runde, wenn ich nicht Traitor bin. Nee, ich bin wieder Inno. Ja, Mel muss es sein. Es ist ja auch was passiert, bevor die Zeit abgelaufen ist, also... Was frontest du hier die ganze Zeit gegen mich? Was hab ich dir getan, Alter? Na, Vane hat Bock. Es gibt aber eigentlich zwei, die Zeit auslaufen lassen. Und ich mach das nicht mit Absicht, bei mir ist es... Nee, ich vertraue dir jetzt, Naveen, ich vertraue dir jetzt mal. Das ist sass, das ist sowas von sass. Ich will dir trotzdem vertrauen, vertrau mir auch, sofort. Du musst mir jetzt vertrauen, wo bist du hin? Naveen rennt weg vor mir, sass. Leute, Naveen ist auf der Watchlist. Naveen? Junge, so ein Mistsack, Alter, ich hab den nicht umgebracht. Du kleine Drecksau, wenn ich dich finde, ich schwöre dir, ich schieß dich so weg. So ein ekelhafter... Wie kann man so scheiße sein? Ich hoffe, dein Bart wird dir irgendwann nachts in deinen Bauchnabel reinwachsen und wird dann einfach dein Bauch explodieren. Hallo, Mel. Hallo, Mel. Hallo, Naveen. Da, er redet wieder. Er ist tot jetzt. Er muss jetzt tot sein. Ich werde ihn wegschießen. Ich werde ihn wegschießen. Explosion! Nochmal Explosion! Also, Naveens Leben ist jetzt in Gefahr. So, Leute, ich halte jetzt mein Maul, okay? Mal gucken, was passiert. Ich halte einfach meine Fresse. Wir haben ein bisschen Zeit. Ich halte mein Maul. Aha, Curry Traitor. Junge, wollt ihr mich verarschen? Ich glaube, ich bin... Wirklich. Diese Explosion war gerade unten, Bert. Du hast sogar gesehen, dass ich an dir vorbeigelaufen bin, Mel. Ja, zuerst. Nein, hör auf! Mach jetzt nicht den, bitte! Ich glaube, der ist da oben. Beim pinken Raum. Hä? Leute, ich habe Naveen nicht umgebracht. Alter. Der ist eine Leiter hochgegangen und dann war er tot. Nein, ich hab Naveen nicht getötet. Warum? Hm. Ich weiß nicht, was ich euch noch sagen soll. Da ist eine fette Explosion unten. Jetzt wird schon auf mich geschossen. Es wird einfach auf mich geschossen jetzt. Weil du sass bist. Junge, das ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Wo bist du? Ich habe nichts bei Naveen getan. Nichts. Wo bist du hingegangen? Das sagt ich höre Bananen. Boing, boings. Ihr könnt das mit der Zeit... Ja, geht mal. Geht ihr kämpfen. Macht ihr das mal. Ihr macht das schon. Daro? Naja, hier waren Bananen, hier ist Akmala, hier ist Mel. Also... Ach, jetzt bin ich... Ja, ihr macht ja. Ich hab Zeit. Ich hab nichts gemacht. Ich hab hier nur Sachen kaputt gemacht. Oh, wenn Akmala so klingt, ne? Mel? Ja. Sag, kannst du dich jetzt mal entscheiden, Daro? Nee, kann er nicht. Daro weiß, glaube ich, auch nicht, was er will heute. Ja, Akmala darf halt nicht so übertrieben unschuldig tun. Dann verdächtigt sie sofort. Ach so, jetzt hat mir auch noch wehgetan. Scheiße. Curry, wo bist du? Ich bin weg, ihr macht das. Ich bin weg. Ich bin weg. Sag, wo du bist. Nein, musst du nicht wissen. Ich bin wunderschöner Innocent. Ich mache Picknick. Ich liebe mich selbst. Oh, hallo. Viel Spaß dabei. Selbstliebe. Ja, danke. Es ist auch wichtig. Ja, richtig, natürlich. Man muss sich auch Vertrauen selber lieben, in sich selbst. Ja, ja, ja. Curry, wo hast du dich versteckt? Sorry, ihr seid so scheiße. Ihr werdet sehen, was passiert. Alles gut. Ihr macht das. Habt euch lieb. Daro? Alles ist gut.
Ja. Hör bitte auf, hinter mir herzurennen. Ah, Mel. Ah. Willst du mich erschießen? Das sind zwei Fässer. Mel? Ja? Ja, Mel ist noch da. Curry? Curry ist noch da, aber der, glaube ich, der tut jetzt so, als ob er nicht mehr reden kann. Nee, ich lebe noch, ich rede einfach nicht mehr mit euch. Achso. Ich rede nur noch mit Menschen, die nett zu mir sind. Sind wir. Hallo, Daro. Hallo, Akmala, warum bist du... Du hast ohne Grund auf mich geschossen, Mel, du kannst gar nicht so nett sein. Das habe ich vorhin gerade gesagt. Du hast da Wayne gekillt. Nein, habe ich nicht. Zugehört. Hab ich nicht. Wie ist er denn dann gestorben? Ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht. Weil ich ein Fass auf den Bass geschossen habe und so nah dran stand. Junge, wenn da jetzt in 2 Minuten keiner drüber läuft, bitte, bitte, ich warte nur auf diesen Moment. Am besten alle Hand in Hand, schön, einfach Spaß machen, komm. Mel? Ja? Mel lebt noch. Ich suche mein Target. Mel ist... Ich wünschte mir, du wärst so motiviert wie bei anderen Leuten, weißt du? Das Target ist das Target. Das Target ist das Target. Das Target ist... Nein! Daro ist runtergefallen. Daro. Oh. Curry! Das Target ist das Target. Wo bist du? Das Target ist das Target. Wo bist du denn? Mäuschen, Mäuschen, sag mal Piep. Oder Marco. Polo! Aber wo ist denn jetzt das Polo? Polo! Poloch! Marco? Akmala? Ja. Such mal Curry und kill den. Ah! Hä? Oh, Scheiße! Ich wünschte wirklich, ich hätte da Wayne getötet, ne? Ich hab's nicht gemacht. Was denn? Nee, nee, nee. Du kleiner Schlinger, Alter. Ich hab nichts gemacht. Nein, du hast kein... Nö, hast du nicht. Oh. Ich hab einen Denkfehler. Naja, das macht ja nichts. Ich habe da Wayne wirklich nicht getötet. Ich werde dich wahrscheinlich nicht finden, Mel. Es tut mir leid, aber ich werde dich wahrscheinlich Gott nicht finden. Gott sei Dank. Hättest du dich aber wirklich in One-in-One... Genau hier. Echt jetzt? Erst die große Klappe und dann weglaufen, oder was? Das ist hart. Das ist hart, ja. Mel. Also das ist jetzt wirklich krass. Ich hab weniger Radar. HP als du. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich kann nicht... Oh! Hab ich mich gerade erschrocken. Ja, nun. Curry, ich glaube, wir haben uns gefunden. Wieso hast du dich einfach umgebracht? Ich muss das tun, Daro. Es war alle gegen mich. Ich muss das tun. Ich muss das tun. Es gibt mir keine andere Wahl, Daro. Ich hätte mich anders entscheiden können, aber es ist...